20. Januar 2024, Straße des 17. Juni. Könnt ihr euch beide bitte ganz kurz vorstellen, auch wenn viele euch schon kennen und mögen? Mach du zuerst. Mein Name ist Kevin, ich bin Unternehmer seit 2015, in Abschub- und Währungsdienst jetzt hauptsächlich unterwegs und bin 33 Jahre, werde im Mai 34. Ja, und ich bin Jenny, ich bin 32 und bin die Frau von ihm. Warum seid ihr heute hier? Wir sind jeden Tag hier. Seit den 1.7., wir hören einfach nicht auf, wir machen weiter. Seit dem 7.1. Das war ein Sonntag. Das war ein Sonntag, ja. Da hat das Ganze hier angefangen. Wir haben uns einen Überblick von der ganzen Situation gemacht. Wir sind dauerhaft live gegangen. Viele Leute haben uns zugesprochen. Es sind viele Geschenke reingegangen. Die haben uns auszahlen lassen als Geld. Dann haben wir die Leute hier alles versorgt mit Handschuhe, Socken, warme Getränke, alles, was benötigt wurde. Und wir hören nicht auf. Wir werden jeden Tag weitermachen. Bis ganz Deutschland, bis die ganze Bevölkerung es verstanden hat. Könnt ihr noch mal beschreiben, was hier stattfindet in euren eigenen Worten? Willst du? Nee, kannst du nicht machen. Ich kann's. Na, mach du, ich hab doch gerade schon. Nee, kannst du ruhig sagen. Ihr könnt auch beide dann euch abwechseln. Ja. Na los, ich hab ja gerade schon gesprochen, was hier so also ist. Also, wenn ich jetzt das beschreiben müsste, was hier so abgeht, ist einfach, ich finde, eins muss ich gleich von vornherein weg sagen, ich finde diesen Zusammenhalt hier untereinander Wahnsinn. Alle machen das Ganze für ein und dasselbe und jeder unterstützt jeden so gut, wie es geht. Und ich finde es gut, dass sich so viele auf die Straße trauen und tatsächlich sich hier hinstellen, Nächte auf sich nehmen, die total kalt sind. Andere Leute, und die ganze Zeit hier durchharren. Andere Leute haben hier bei Minusgraden, bei dem Schnee, den wir hier ringsherum haben, haben die in einem Zelt geschlafen. Auch für diese Leute haben wir natürlich auch Handschuhe besorgt, Schlafmöglichkeiten, also Matratze, Kopfkissen etc. Also das muss man erstmal bei den Temperaturen in einem Zelt draußen auf der Straße, bei diesen Minustemperaturen ist schon der Wahnsinn. Mhm. Und wir sind halt da, weil wir das Ganze mit unterstützen. Ja. Und ihr seid ja schon so lange dabei, seit 7. Januar. Was hat sich vom 7. Januar bis heute, 20. Januar, verändert? Wie würdet ihr das beschreiben, die Entwicklung einmal, für die, die es nicht ganz vollständig verfolgt haben bisher? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt keine großartige Entwicklung. Also viele stehen sich hier die Beine im Bauch, sind Tag und Nacht hier. Wie gesagt, es ist verdammt kalt. Aber ich finde, gerade auch was ich jetzt mitbekommen habe, so nebenbei, wir waren jetzt nicht hier, als diese Gespräche stattgefunden haben, die Kundgebung. Wir achten natürlich auch auf. Man sollte einfach nur durchziehen. Ja, wir achten natürlich auch, dass wir sehr transparent bleiben. Ja. Und für Leute, die sagen, die wollen anonym bleiben, wird auch nicht die Kamera gerichtet, etc. Also wir sind da wirklich sehr, sehr korrekt und versuchen, das auch jeden möglich zu machen, sagen wir mal so. Und wir werden weitermachen bis zum Schluss. Alle verstanden haben, ja. Und werden auch weiterhin Spenden sammeln. Wir haben auch gesagt, dass wenn das hier vorbei ist und wir noch Spenden haben, starten wir sowieso das nächste Projekt. Wir haben da noch so einiges vor. Ja. Und wie reagieren die Menschen auf eure Videos? Was steht da so in den Kommentaren? Also wir sind eigentlich, also von den Leuten hier direkt, von den Landwirten und Co. sind wir eigentlich recht willkommen. Und ja, also eigentlich haben wir ein super Feedback und wir haben auch eine starke, eine sehr, sehr starke Community. Mhm. Sind auch dankbar für alles, was wir bis jetzt von unserer Community bekommen haben. Für alle Überraschungen, die wir bekommen haben, für das, was wir tun. Also wir haben da schon echt, wie gesagt, einen guten Support. Also super. Das ist richtig toll. Also ich bin echt zufrieden mit dem Feedback. Ich meine, klar, es gibt hier und da mal jemanden, der sagt, ach ja, und ihr macht ja so und so. Nein, also bei uns ist alles ersichtlich, was wir tun. Was natürlich auch uns sehr, sehr trifft, also positiv natürlich. Ja. Viele Restaurants werden hier weggeschickt, andere Leute werden weggeschickt, weil die einfach, die wollen von uns verpflegt werden, die wollen von uns das Essen bekommen und wollen das aus Großküchenrestaurants, wollen die einfach nicht haben, die wollen wirklich von uns das Essen bekommen. Mhm, tatsächlich. Und das berührt uns sehr und sind schon ein paar Mal die Tränen diesbezüglich geflossen. Wir kriegen so viele liebe Worte und also es ist unglaublich. Dazu muss ich sagen, wir kochen alles zu Hause selber. Echt? Ja, also wir gehen einkaufen, da nehmen wir unsere komplette Community immer mit, wir sind dann immer live.
Wir haben jetzt auch schon wieder den Einkauf hinten im Auto, müssen nachher schnell nochmal nach Hause das Essen machen. Wir wurden eben schon gefragt, ob wir schon Essen bei haben. Wie weit habt ihr es so ungefähr? Halbe, dreiviertel Stunde mit Fahrzeug. Okay, aber dann, wie macht ihr das, dass das Essen dann auch warm bleibt? Bei den Wir haben Thermoboxen, das Essen wird zu Hause abgepackt, das geht alles in die Thermoboxen rein und dann wird das hier separat verteilt. Wir haben auch Besteck immer bei für die Leute und da sind wir sehr, sehr fleißig. Cool. Wo kann man euch sehen? Auf welcher Plattform seid ihr? Wir sind bei TikTok. Am meisten bei TikTok, ja. Wir sind bei TikTok, da findet man uns unter Team KevKev. Mhm. Ja. Oder man gibt halt direkt ein KevKev-Live. Genau, KevKev-Live. Kann ich noch für Anni eine Autogrammkarte bekommen? Könnt ihr die fertig, vor der Kamera unterschreiben? Das wäre ganz cool. Dann vielleicht für Anni draufschreiben. Meine Kollegin, die ist auch gestern Anni? Hier gewesen. Anni, A-N-N-I. Die hat die Spediteursdemo gefilmt, hat da die Reden aufgenommen und drumherum ganz tolle Aufnahmen gemacht. Nee, da hast du einen. Musst du bloß ein bisschen kurz trocknen lassen. Und mit den Stiften. Wie kamt ihr auf die Idee mit den Autogrammkarten? Finde ich ja ein gutes Zeichen. Durch unsere Community. Wir haben über 200 Anfragen bekommen wegen Autogramme. Hier steht es nochmal. Also wir sind definitiv auch bei TikTok. Das ist unsere Hauptplattform, wo wir das Ganze gerade machen. Mhm. Ja, und jetzt haben wir auch ganz viele Adressen schon zugeschickt bekommen, wo wir auch die Karten jeweils hinschicken werden. Ach, mit einer kleinen Überraschung drin. Also ach, schön, ist ja nicht nur das eine Karte ist lieb. Drin, weil wir auch was zurückgeben wollen. Also wir wollen uns auch bedanken für diese ganze Unterstützung, für die ganzen Spenden, die reinkommen. Und eigentlich, wir machen es ja im Endeffekt nicht alleine. Klar, wir fahren hierher, wir machen das Essen und. Aber im Endeffekt wäre das nicht möglich ohne die Community. Also ich finde es interessant, dass TikTok ja eine digitale Plattform ist, ganz modern, und ihr jetzt doch noch auf Papier analog an die lieben Menschen da draußen was verschickt. Also das finde ich interessant, dass jetzt ihr als junge Menschen, die sagen wir, digital auch völlig zu Hause sind, bewandert sind, jetzt doch nochmal auf Papier was druckt. Finde ich eine gute Idee. Ja, das hat auch die Community entschieden. Also wir hatten dann eine Umfrage gemacht und ob wir Autogrammkarten fertigen sollen. Da hieß es ja. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir an demselben Abend sofort noch Autogrammkarten fertig machen. Die sind übrigens heute Morgen erst alle angekommen. Ach, die sind ganz aktuell. Die sind ganz, ganz frisch, ganz aktuell heute Morgen erst angekommen und haben wir gleich gesagt, cool. Wir nehmen 250 Autogrammkarten mit. Wir haben zu Hause auch nochmal 250, wir haben 500 Stück bestellt. Eventuell müssen wir nachdrücken, aber wenn leer ist, dann müssen wir nachbestellen und dann geht es auf jeden Fall weiter. Was mir persönlich auch hier sehr, sehr stark aufgefallen ist, ist, wie meine Frau schon erwähnt hatte, der Zusammenhalt. Wir hatten mit dem Fahrzeug Probleme gehabt. Ich konnte. Sascha ist da. Ja, da kommen nochmal ein paar Leute von uns aus der Tuning-Szene. Wir hatten mit dem Fahrzeug Probleme mit dem Zündschloss. Ich konnte das Zündschloss nicht mehr drehen. Wir bringen die Traktoren weg. Wo hast du mir dich hingestellt? Die steht drüben, wo die Trecker sind. Alles klar. Da stehen zwei Autos von uns. Jawohl. Dass die hier alle mal ein Auge drauf haben. Machen wir. Wir sind in 6 Stunden wieder hier. Na klar. Na, und dementsprechend kamen alle Leute an, ob das von den Bauern ist, von den Spediteuren etc. Haben sofort gleich das Auto untersucht, sofort eine Fehlerbehebung gemacht. Und dementsprechend auch vielen, vielen lieben Dank dahin, dass diese tolle Fahrzeug hier weiter ihre Arbeit machen kann. Kannst du jemanden wie mir, der noch auf YouTube hängen geblieben ist, die Vorteile von TikTok kurz erklären? Warum ist TikTok so gut oder besser als YouTube? Die Reichweite ist sehr stark. Die Reichweite ist sehr, sehr stark. Ja. Bei YouTube ist es ja so, du machst ein Video rein und dann kannst du halt immer nachgucken oder liken. Ich bin YouTube nicht so gewandt. Bei TikTok ist es so, du bist live und dann fertig. Und dann hast du halt eine größere Reichweite. Und ich habe gerade die Information bekommen, dass in 2 Stunden unser Wohnmobil hier eintrifft. Ist jetzt? Ja. Ich werde ja verrückt. In 2 Stunden trifft unser Wohnmobil hier ein und wir werden die Nacht übernehmen. Achso, ihr bleibt die Nacht hier, war das bitte spannend. Wir sind sonst jeden Tag wieder nach Hause gefahren, neu einkaufen gegangen, immer wieder was Neues gemacht, immer wieder frisch und. Aber jetzt geht's los. Ja, wir haben jetzt, glaub, wir werden Nacht uns nicht vertreiben Fall. Lassen, wir machen weiter. Okay. Wir machen eine Nacht mit. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Wir uns auch. Dankeschön, vielen Dank. Danke auch.